Schwarz passt zu allem. Kommt dir der Spruch bekannt vor? Und kann es sein, dass du einiges an Kleidung in Schwarz besitzt, beispielsweise Mantel, Winterjacke, Jeans und Schuhe? Und das, weil du entweder nicht wusstest, wie du sonst andere Farben verwenden kannst, oder vielleicht, weil du den eben genannten Spruch kennst und für richtig empfindest? Ich nehme hier jetzt sicherlich nichts vorweg, indem ich sage, nein, Schwarz passt nicht zu allem. Denn sonst würde ich kein Video darüber machen. Du fragst dich jetzt vielleicht, wo ist das Problem? Warum ist Schwarz denn so schwer zu stylen? Hierzu schauen wir uns einmal die Farbenlehre an. Schwarz ist, so wie Grau und Weiß, eine unbunte Farbe oder auch Nichtfarbe genannt. Man kann Grau, Schwarz und Weiß mit anderen Farben kombinieren, gar keine Frage. Nur wird es schwieriger, wenn der Kontrast zu stark ist. Ich zeige euch aber gleich ein paar Outfit-Beispiele, in denen man Schwarz wunderbar mit Farben kombinieren kann. Sprechen wir aber erst einmal darüber, wie man es nicht stylt und was die No-Gos sind, damit ihr diese, in Anführungszeichen, Fehler sofort umgehen könnt. Das größte Problem mit Schwarz ist das wahllose, unkoordinierte Einbauen einzelner Teile in Outfits. Sprechen wir hier mal über explizite Beispiele anhand der beliebtesten schwarzen Kleidungsstücke. Der Klassiker, das schwarze Hemd. Natürlich kann man sich an dieser Stelle darüber streiten, ob man überhaupt schwarze Hemden trägt, aber Fakt ist, einige von euch werden auf jeden Fall welche besitzen. Und hey, auf gar keinen Fall werfen wir Kleidung unnötig weg, weil man sie doch irgendwo cool einbinden kann, oder? Aber bitte Jungs, nicht wie in den folgenden Beispielen. Schwarzes Hemd zu hellblauer Jeans oder generell mit sonst braunlastigen Outfits. Seht ihr, wie fies es zu den helleren, hier auch wärmeren Tönen hervorsticht? Ferner kannst du nicht auch einfach zu jedem Anzug ein schwarzes Hemd tragen, eher sogar zu den wenigsten. Es verträgt sich überhaupt nicht mit Blautönen und passt auch einfach nicht zu hellbraunen oder auch pastelligen Sommeranzügen. Denn hier steht die Dunkelheit des Hemdes im Kontrast zur eigentlich gewollten, auffällenden Erscheinung des Anzugs. Der Bruch ist einfach viel zu groß. Wenn wir schon bei schickerer Garderobe sind, sprechen wir auch direkt über den schwarzen Anzug. Denn nein, du kannst diesen nicht universal und zu jedem Anlass tragen. Es begann etwa im 6. Jahrhundert, in dem die Benediktinermönche sich schwarz kleideten, um der Dunkelheit der Seele gerecht zu werden. Seitdem entwickelte sich Schwarz in Bezug auf Anlässe zu einer Farbe, die entweder bei höchst formellen Anlässen oder auch bei Trauerfällen getragen wird, wie bei Beerdigungen. Entsprechend ist es ein No-Go, im Business schwarze Anzüge zu tragen, es sei denn, du gehörst zur absoluten Führungsebene. Und auch bei Hochzeiten ist es unangebracht, sofern dies nicht explizit gewünscht oder auch vorher abgeklärt ist. Auch wenn du für dich denkst, ist mir doch egal, ist doch nur Kleidung, sollte man sich der Symbolik für andere bewusst werden und das in seine Entscheidung auch mit einbeziehen. Auch ein absolutes klassisches Opfer des Schwarz geht zu allem Spruchs ist schwarzes Schuhwerk. Schwarze Anzugsschuhe kannst du, genau wie schwarze Hemden, nicht einfach zu jedem Anzug tragen, nein. Hier sieht es zum Beispiel katastrophal aus. Es muss zum Anzug passen, wie Olive oder Navy zum Beispiel. Und es ist auch alles andere als schick, schwarze Anzugsschuhe zu alltäglichen Kleidungsstücken wie Jeans oder beigen Chinos zu kombinieren. Nicht nur haben wir einen bösen Farbkontrast, sondern auch einen Stilbruch aus lässig und schick. Mit ganz schwarzen Sneakern ist es bei den genannten Kleidungsstücken nicht anders. Aufgrund ihrer Simplizität verstehe ich, dass manche denken, sie haben den Glitch in der Matrix gefunden und können sie einfach zu allen tragen. Jedoch macht es euch eher schwieriger, weil er so einnehmend ist. Er verdunkelt euer Outfit nach unten hin extrem, als wärt ihr in eine Pfütze Matsch getreten. Wenn ihr aber unbedingt auf schwarze Sneaker besteht, nehmt welche mit weißer Sohle, denn diese bieten euch mehr Kombinationsmöglichkeiten. Was aber bleibt ist, ihr könnt schwarzes Schuhwerk nicht als einziges schwarzes Teil in ein sonst buntes Outfit einbinden. Und ja, auch bei Jacken und Mänteln wird gerne wieder zu Schwarz passt zu allem gegriffen, was zu wilden Kombinationen führt. Wie häufig erwähnt, stellt eure Jacke in kalten Tagen über 50% eures Outfits und wenn dies aus einer unbunten Farbe besteht, limitiert ihr euch in der Wahl von Schuhen und Hose dazu sehr. Ein sehr lebhaftes Beispiel für mich waren die JUler in der Schulzeit damals, die schwarze Mäntel trugen und damit ihre Seriosität zum Ausdruck bringen wollten. Aber Seriosität im Outfit erlangt man nicht durch ein einzelnes Kleidungsstück allein. Wie merkwürdig dann ein schwarzer Wellensteinparker oder ein Wollmantel aussehen können, fällt dann durch die Kombination wie mit einer blauen Jeans und beige Timberland Stiefeln extrem auf, wie bei den JUler damals. Tut euch einen Gefallen und wählt eine neutrale Farbe wie dunkelblau, dunkelgrün, grau oder dunkelbraun als Jacke oder Mantel und ihr habt so viel mehr Styling-Optionen. Schwarz limitiert euch einfach zu sehr auf andere dunkle Farben. Zusammenfassend kann man sagen, einzelne schwarze Elemente in ein sonst buntes Outfit einzubauen, wird immer schlecht aussehen und unangezogen wirken. Bevor wir jetzt mit den Styling-Optionen weitermachen, wusstet ihr, dass ich ergänzend zu meinen Videos eine Newsletter herausgebe, bei der ich wöchentlich einzelne Themen aufarbeite und direkt auch konkrete Shopping-Links mitgebe? Dieses Wochenende heißt das Thema Sale Alarm, bei dem ich die besten Sales für euch raussuche, neue Marken vorstelle und zusätzlich die coolsten Schnäppchen für euch zusammenstelle. Den Link hierzu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Der monatliche Beitrag kostet etwa so viel wie eine Kiste Wasser. Woher ich das weiß?
Weil was aus Glasflaschen seit etwa 2 Jahren voll mein Ding sind und ich mir das als kleinen Alltagsluxus mir selbst und meiner Gesundheit einfach irgendwie gönnen möchte. So, aber jetzt mal den Weirdflex beiseite gelassen und zurück zum Thema. Wie lässt sich Schwarz denn richtig stylen? Das Problem erkannt und abgehandelt, machen wir uns nun an die Lösung. Was ihr sofort umsetzen könnt, um mehr Style in euer Outfit zu bekommen, ist, das eine schwarze Teil mit weiteren schwarzen Teilen zu ergänzen, zum Beispiel Accessoires wie eine schwarze Sonnenbrille, schwarze Mütze oder eine schwarze Tasche. Damit fügt ihr dem einen schwarzen Element, Achtung Wortwitz, einen roten Faden in eurem Look hinzu, aber es gibt auch konkrete Techniken, wie ihr wunderbar Outfits erstellen könnt. Die einfachste Version zuerst, und das ist hier die All-Black-Variante, in der jedes einzelne Teil schwarz ist. Das sind Looks, in der die Anzugversion Hammer aussehen können, im elegant lässigen Bereich super aussehen, aber gleichermaßen auch im Street-Style überzeugen. Lustigerweise ist das auch das Einzige, was vorgeschlagen wird, wenn man How to Style Black sucht, denn All Black kann wirklich jeder. Und hey Jungs, bitte, All Black Look bedeutet All Black Look und nicht 95% Black Look. Entweder ganz oder gar nicht, aber dann noch einen braunen Gürtel oder braune Schuhe einzusneaken, weil du nichts Schwarzes hast, gehört dann einfach eher auf die No-Go-Liste. Auch sehr effektiv, elegant, aber stilvoll ist die Kombination von Schwarz mit Grautönen. Gerade zum grauen Anzug sehr cool umzusetzen und so bindet ihr auch euer schwarzes Hemd top ein. Es geht aber auch etwas lockerer mit Rollkragen und schicker Hose, sowie Street-Styliger. Auch der Grad an Grauton ist irrelevant. Helle wie dunkle Töne passen wunderbar und stellen einen schönen Farbverlauf von dunkler zu heller dar. Um hier noch einmal ein No-Go von oben anzusprechen, was die Kombi aus Braun und Schwarz angeht. Nehmen wir Grau als Verbindungsstück, kann die Kombi aus den drei Farben echt verdammt gut aussehen. So könnte man zu schwarzem Rolli und kohlegrauer Hose auch tief dunkelbraunes Schuhwerk tragen. Mega. Ansonsten ist die Kombi aller drei unbunter Farben super, nämlich Grau, Schwarz und Weiß zusammen. Bei dieser Konstellation könnt ihr nichts falsch machen. Mischt egal welche Kleidungsstücke dieser Farben durcheinander, wie ihr wollt und es wird immer passen. Bevor wir aber beginnen, nun die ersten Farben zu kombinieren, habe ich eine kleine Frage an euch. Welche Farbe ploppt eigentlich auf, wenn man den Like-Button betätigt? Und stellen die Gerichte eigentlich wirklich, dass der Abonnieren-Button nochmal andere Effekte hat? Nun zurück zum Thema, wir beginnen die ersten Farben zu kombinieren und gehen es super simpel an, nämlich mit der Black-Base-Technik. Bedeutet, dass unsere Basis weiterhin schwarz bleibt, wir dazu dann aber einen Farbakzent, nämlich ein Highlight-Piece setzen. Besonders beliebt ist hier, wie ihr seht, die Kombination mit der Farbe Beige oder genauer gesagt Kamelhaar und das meist in Form eines Mantels oder eines Overshirts. Eine schöne Auswahl findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einem grünen Mantel, einem braunen Mantel oder einer rötlichen Lederjacke machen. Probiert euch einfach aus. Kommen wir zu einer weiteren interessanten Methode, nämlich Farben einrahmen. Ihr könnt selbst Jeans, wenn auch nicht jeden Farbton, mit Schwarz cool aussehen lassen, wenn ihr es mit Schwarz auch wiederum einrahmt. Beispielsweise nehmt ihr ein schwarzes T-Shirt, eine etwas dunkelblauere Jeans und dazu dann wieder schwarze Schuhe. Ideal hier dann wieder schwarze Sneaker mit weißer Sohle. Oder ihr macht das gleiche mit einer beigen Chino und Loafern, was auch cool aussehen kann. Was ich oben noch als No-Go angesprochen habe, nämlich beige Chino und schwarze Schuhe, kann, wenn bewusst eingebunden und kombiniert, richtig gut aussehen. Übrigens geht es auch in der klassischen Variante, wie Anton Masko hier sehr schön mit seinem Navy-Sakko, schwarzen T-Shirt, weißer Hose und wiederum schwarzen Loafern zeigt. Und schon kommen wir zur nächsten simplen, aber genial effektiven Technik, nämlich dem Farbverlauf. Wenn wir schwarz tragen wollen und Farben mit einbinden, macht es Sinn darauf zu achten, das Schwarz nicht wahllos im Outfit zu platzieren, sondern einen Farbverlauf zu erstellen. Entweder obenrum dunkel und nach unten in hell, wie es ein Freund von mir und Stylist Mark vorne mit Jeans macht, oder wie er hier, genau andersherum. So setzt man Schwarz als richtigen Akzent und gibt dem Outfit auch einen visuell schöneren und ruhigeren Verlauf. Wir haben es in einigen Beispielen schon gesehen, aber kommen wir dann zum Schluss nochmal auf die dreifarbigen und vierfarben Kombinationstechniken zu sprechen. Dreifarbig ist ziemlich klar, da wir es schon mit den unbunteren Farben angewendet haben, aber auch in den eben gezeigten Farbverlauffotos von Mark Vorn und dem Herrn in beigen Trenchcoat kann man wunderbar sehen, dass ich auf drei simple Farbkombis beschränkt wurde. Je häufiger ihr kombiniert, desto mehr Gefühl bekommt ihr für Farben und welche miteinander funktionieren. Sucht online nach Inspiration und schaut euch gerne an, welche Farben die Jungs kombinieren und macht einfach Screenshots. Dann ist es irgendwann wie, als wenn ihr Pantone-Schablonen aneinander haltet und schaut, ob euch die Kombi irgendwie gefällt. Ebenso cool ist die Kombi aus Grau, Schwarz und Cognac, aber da müsst ihr entweder den passenden Hauttyp für haben oder auch einfach die absolute Coolness besitzen. Ansonsten lasst es lieber. Nehmen wir eine vierte Farbe auf, würde ich anfangs auf die drei unbunten Farben als Basis zurückgreifen und dazu dann eine weitere Farbe kombinieren. Die simpelste Form ist hier mit einem beigen oder einem dunkelgrünen Mantel, dunkelblau geht aber natürlich auch.
Und zu guter Letzt, Jungs, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt immer Ausnahmen, bei denen die ein oder anderen Kombination dann doch gar nicht so schlecht aussieht und man dann vielleicht denkt, ach komm, geht bei mir doch auch, so schlecht ist es gar nicht. Hier ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein schwarzes T-Shirt zu einem Anzug in einem etwas dunkleren Blau getragen wird. Aber Jungs, einfache Frage, seht ihr so aus wie der Typ? Habt ihr genau die gleiche Kleidung und habt ihr das Selbstbewusstsein, das so zu tragen? Denn das hier ist ein Model, der von einem Stylisten gekleidet und richtig in Szene gesetzt wird. Klar, kann auch David Beckham andere Kombinationen rocken und sieht mega fresh dabei aus. Aber da sind wir halt einfach noch nicht. Wir lernen die Basics und werden dann komplizierter. Wir lernen ja auch in der Fahrschule erstmal schalten und die grundlegenden Verkehrsregeln, bevor es auf die Autobahn geht, oder? So Jungs, wir sind nun immer tiefer im YouTube-Game, was ich verrückt finde. Es fließt mehr und mehr Zeit hier rein und entsprechend würde ich mich wahnsinnig über eure Unterstützung und euer Feedback freuen. Das Positive gerne an mich und in die Kommentare. Das Negative gebe ich dieses Mal nicht an meinen 80-jährigen Onkel Peter Hansen ab, nein, sondern mein ebenfalls 80-jährigen Onkel Hans Rudolf Bordemann. Der Mann ist ehemaliger Bundeswehroffizier und mittlerweile einer der ältesten Studenten Deutschlands. Googelt ihn einfach mal. Mit dem wollt ihr ehrlich nicht diskutieren. Wirklich gut gemeinter Rat. Lasst es.